Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net und einen wunderschönen guten Morgen. Diese Woche startet heute erstmal recht freundlich. Zeitweise wird es im Norden etwas Regen geben, aber auch recht mild. Die Temperaturen werden dann im Verlauf der Woche sogar immer weiter nach oben klettern. Wir müssen aber festhalten, dass vor allem der Nordosten weiterhin etwas benachteiligt bleibt. Wir schauen einmal auf die große Wetterlagenkarte und hier sehen wir schon, der Hochdruckeinfluss sorgt bei uns weiterhin für wirklich milde Temperaturen. Die klettern heute im Tagesverlauf auf 13 bis 24 Grad. Dazu sind im Norden ein paar mehr Wolken unterwegs, aus denen wird dann eben zeitweise auch mal Regen fallen. Allerdings ist es überwiegend freundlich. Im Süden, da kann die Sonne dann manchmal sogar ganz ungestört vom Himmel lachen. Aber auch der Waldbrandgefahrenindex ist etwas, was wir uns heute unbedingt noch einmal ansehen müssen. Da sehen wir vor allen Dingen im Norden und auch im Osten, da ist er schon ziemlich hoch mit Warnstufe 4, stellenweise sogar schon bei Stufe 5. Da schadet also etwas Regen definitiv nicht und die Situation wird sich dann morgen, also zum Dienstag hin, definitiv auch verbessern. In der Nacht zu Dienstag, da gehen die Temperaturen auf 13 bis 5 Grad zurück. Dazu sind ein paar Wolken unterwegs. Örtlich wird es auch mal den ein oder anderen Schauer geben. Im Verlauf des Dienstags fallen auch weiterhin noch mal ein paar Regentropfen. Meistens ist es aber freundlich bei maximal 25 Grad. Mittwochs zeichnet sich ein recht ähnliches Bild ab, auch bei 25 Grad. Und dann am Donnerstag bis zu 28 Grad an Christi Himmelfahrt. Auch überwiegend freundlich. Ab und zu fallen aber auch mal ein paar Regentropfen am Vatertag. Aber trotzdem schön, um vielleicht etwas Zeit draußen zu verbringen, vielleicht mal den Grill rauszuholen und das schöne Wetter zu genießen. Schauen wir nun aber auch noch auf den UV-Index für heute und da sehen wir schon, im Norden, da hält sich die Situation noch in Grenzen, aber desto weiter wir in den Süden Deutschlands schauen, desto drastischer wird es schon. Hier haben wir dann Belastungen im hohen, teilweise sogar schon im sehr hohen Bereich. Schauen wir uns das Ganze auch noch für Dienstag an, da sehen wir, das sieht recht ähnlich aus. Im Norden etwas weniger drastisch, aber dann eben im Süden, vor allen Dingen im Südwesten, teilweise mit sehr hohen Belastungen. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, klickt noch schnell auf Abonnieren, habt einen wunderschönen Start in die Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.